Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, während Sie uns vorwerfen, wir würden das Kind mit dem Bade ausschütten, werfen Sie selben Weg es doch erstmal in den Brunnen, um erstmal festzustellen, dass die Probleme tatsächlich existieren. Ich verstehe das nicht. Warum sagen Sie, Sie warten auf das Marktversagen und reagieren dann? Warum schreibt der Bundesgesetzgeber überhaupt eine Rechtsordnungsermächtigung für eine Bundesregierung in ein Gesetz? Weil er das doch sieht und jetzt, wo die Situation eintritt, dass man eventuell davor steht, dass die Netzneutralität nicht mehr gewahrt werden kann, ist der Zeitpunkt für so eine Rechtsverordnung gegeben. Und als das im Jahre 2012 im Bund tatsächlich ins Gesetz aufgenommen wurde, da haben wir gewarnt, nein, wir werden diesen Zeitpunkt verschlafen, eine solche Verordnung wird es nicht geben, deswegen brauchen wir eine gesetzliche Grundlage dafür. Und die heutige Debatte zeigt, nicht nur, dass die Debatte von vor 5 Wochen über die digitale Spaltung wichtig war, sondern auch, dass wir die Netzneutralität gesetzlich regeln müssen. Und wenn ich jetzt hier nur höre, wie bestimmte Märkte funktionieren, dann muss ich auch sagen, dass Netzneutralität, und das habe ich in meiner Einbringung ausgeführt, die Wettbewerbsfähigkeiten bzw. den freien Wettbewerb im Netz, nämlich unter der Bedingung der Netzneutralität, erst einmal sichert. Und insofern ist unsere Netzpolitik eine Gesellschaftspolitik und das, was hier vom neuen Wirtschaftsminister kam, war dann eher Konzernpolitik. Was ich damit begründe, dass er auf keinen der einzigen Punkte, die zwischen der puren Drosselung von Netzverkehr und einer inhaltediskriminierenden Drosselung von Netzverkehr unterscheidet und unkritisch die bisherige Argumentation der Deutschen Telekom übernimmt. Ja, natürlich, Herr Wirtschaftsminister, dann hätte er sich mal Vorfeld oder sein Haus mit dem Wirtschaftsverband hier in Sachsen-Anhalt zusammensetzen können. Die sehen das nämlich genauso kritisch, was gerade auf der Bundesebene passiert. Hat aber nicht gemacht. Und dann der Vorwurf, die Linke nehme sich an, die Netzneutralität zu definieren. Erstens, im Moment ist die Definition, die Legaldefinition von Netzneutralität eben das, was in der 41a steht. Ich gebe zu, ich hätte das ein bisschen genauer formuliert, aber das haben nicht wir gemacht. Das war der Bundesgesetzgeber und bei der damaligen Änderung, weil es eben keine gesetzliche Regelung war, hat die Linke auch dagegen gestimmt. Und zu argumentieren, naja, in der Enquetekommission Internet Digitale Gesellschaft im Bundestag hat es sehr lange gedauert, bis so eine Definition zustande kommt. Das liegt weniger daran, dass es schwer war. Und ich glaube, auch die SPD weiß, welche Spiele in dieser Enquetekommission im Bundestag gespielt wurden. Auch sie hat Experten dort hineinbelangt, die am Ende nicht zufrieden war, wie diese Enquetekommission überhaupt gearbeitet hat. Und jetzt nochmal zu einer Netzauslastung. Im Moment gibt die Telekom selbst zu, dass 3% der Nutzer diese 75 Gigabyte tatsächlich im Monat übersteigen. Heute. Das hieß aber trotzdem, wir wissen jetzt noch nicht, wie die Kostenkalkulation ist. Man vermutet, dass für den Basissatz von 65 Gigabyte die 30 Euro gelten, was im Moment für Flatrates gilt, dass ein normaler 4-Personen-Haushalt 120 Euro an Kosten pro Monat hat, nur um eine normale, also nach dem heutigen Standard geltende Netzverbindung zu haben. Und natürlich schlagen dann alle Verbraucherschutzorganisationen Alarm. Aber nicht nur die, auch die Bürgerrechtsorganisationen. Am 17. April haben 80 Bürgerrechts- und Verbraucherschutzorganisationen europaweit die EU-Kommission aufgefordert, das Prinzip der Netzneutralität zu sichern. Weil die haben auch einen europaweiten Blick. Zum Beispiel auf die Niederlande, die das bereits gemacht hat. Und da gibt es überhaupt gar keine Probleme mit dieser Festschreibung. Aber auch auf Ungarn, weil man sich dann völlig andere Sachen im Moment vorstellt, was solche eine Technik, die Deep Packet Inspection, tatsächlich realisieren kann. Und auf letzteren Punkt ist hier in dieser Debatte kaum jemand eingegangen. Es geht um eine Inhaltediskriminierung. Es geht nicht einfach nur um diese Drosselung. Ansonsten war das einfach nur Thema verfehlt, Sätzen 6. Ich hätte mich an darüber hinaus noch gefreut. Wenn Sie wenigstens den Versuch unternommen hätten, auf die Frage, die ich in meiner Anbringung an alle Fraktionen und die Regierung gestellt habe, zu beantworten. Wenn Sie es nicht tun, ich kann damit leben, aber ich finde es ziemlich traurig. Herr Kollege Wagner, es gibt eine Anfrage. Möchten Sie die beantworten? Selbstverständlich. Herr Abgeordneter Graner, bitte. Ja, Herr Kollege Wagner, ich glaube, es besteht nicht die Gefahr einer unnötigen Schleichwerbung, wenn Sie uns verraten, welche Familie bei einem Internetanbieter 120 Euro im Monat bezahlt, um für die Familie ein Internet im Haus zu haben. Welcher Provider oder welcher Anbieter ist das? Also doch mal langsam.
Im Moment zahlen Sie ca. 30 Euro für eine Flatrate. Die reicht für die normalen Bandbreiten aus. Eine Person, netzaffin, benötigt im Moment ca. im Schnitt ca. 30 GB Volumen. Bei einem 4-Personen-Haushalt. Es ist ja ein Durchschnitt. Es muss also auch Leute geben, die diesen Durchschnitt entsprechend senken. Wenn Sie im Schnitt diese 30 GB haben und Sie haben einen 4-Personen-Haushalt, dann kommen Sie auf die 120 GB. Und wir wissen noch nicht die Preise für die neue Tarifstruktur, sondern lediglich die Volumenbeschränkungen. Und da mit einer Preiserhöhung zu rechnen ist, weil die Deutsche Telekom ja angekündigt hat, die Preise dadurch zu erhöhen, ist entsprechend für einen solchen 4-Personen-Haushalt eine Rechnung von 120 Euro monatlich bei Aufkündigung der Netzneutralität drin. Das ist der entscheidende Punkt. Es sei denn, Sie holen sich 4 Anschlüsse, aber die kosten dann auch nur 4-mal mehr. Herr Kollege, es gibt noch eine weitere und letzte Nachfrage. Herr Abgeordneter Tüge, bitte. Ja, Kollege Wagner, können Sie eigentlich damit leben, dass Sie, wenn Sie die unbegrenzten Datenvolumen für alle Leute festschreiben, dass gerade die Leute, die wenig Daten nutzen, dann diejenigen, die viel Daten nutzen, mitsubventionieren und dass gerade die Familien, die wenig Einkommen haben, die auch weder die Technik noch vielleicht auch das Interesse dran haben, dann die Leute, die so wie Sie und andere sich alles mögliche an HD-Filmen aus dem Netz ziehen, dann mitsubventionieren, damit sie ihren Spaß haben? Ich hoffe, dass Leute, die im Ansatz verstehen, was wir hier heute debattieren, diese Frage wirklich mitbekommen haben. Das war jetzt nun gerade die Definition vom Gegenteil von Netzneutralität.